Moin, moin. Ich irre hier im Supermarkt rum auf der Suche nach Angelködern. So, Köfis habe ich schon am Start. Nee, das ist nicht das Falsche. Hier drüben ist Rind. Da ist immer richtig. Das sieht doch gut aus. Die nehmen wir mit. So, das sieht doch hier gut aus. Nur welche nehmen wir da? Helle, dunkle. Das ist natürlich top, wenn man sich damit auskennt. Hier ist offen. Mal reinschauen. Die sind relativ engmaschig. Eieieiei. Naja, Blickdichte brauchen wir nicht, aber der Flavor muss gut rauskommen, der Duft muss gut rauskommen, kleinste Blutpartikel. Nehmen wir die mit. Hi, ich grüße euch aus meinem Bulli zu einem neuen Video. Das Nötigste habe ich jetzt alles eingekauft. Ja, ich habe sogar eine neue Damenstrumpfhose. Ja, ich will da was Verrücktes probieren. Ich bin auf der Durchreise und möchte mir eine Nacht Zeit nehmen, um zusammen mit einem Kumpel nochmal eine ganz besondere Fischart beangeln zu können. Bei mir in der Gegend gibt es diese Fischart nicht. Da oben im Bayerischen, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, auf dem Weg bin, gibt es diese Fische. Und ich habe auch schon zwei Videos über diese verrückte Fischart, die sich am besten jetzt in diesen eisigen Nächten bei eisigen Wassertemperaturen fangen lässt, gemacht. Letztes Jahr hat es nicht geklappt und viele von den Zuschauern meines YouTube-Kanals haben gesagt, Stefan, mach doch mal wieder so eine Aktion, das war mega spannend, das hat mega Spaß gemacht, das Zuschauen. Und mir hat es auch super Spaß gemacht, die Fischerei, und deswegen haben wir den Plan, heute Abend wollen wir es nochmal probieren. Wow, und ich habe da einen ganz spannenden Köder im Gepäck, mir vorhin im Supermarkt geholt, Leber. Und ein paar Köfis habe ich noch im Gepäck, der Martin bringt noch ein paar Würmer mit, aber ich möchte mit der Damenstrumpfhose da mal was Verrücktes probieren. Ihr seid dabei, wir haben jetzt noch ein paar Stündchen Fahrt vor uns. Insgesamt fahre ich jetzt 400 Kilometer, um den einen Fisch zu fangen, mit etwas Glück. Ja. Die Bedingungen sind perfekt, die Wasserstände sind niedrig. Wo es genau hingeht und was wir genau vorhaben, seht ihr gleich, wenn wir am Ort des Geschehens angekommen sind. Abfahrt! Ich werde mir jetzt noch mal kurz einen kleinen Parkplatz suchen. Ist ja noch ein ganzes Stück zu fahren, denn ich brauche einen kleinen Booster. Ich bin früh aufgestanden, um die Strecke hier fit durchstehen zu können. Ich bin jetzt mal schnell auf dem Parkplatz angehalten und mixe mir schnell einen Holy Energy Drink, weil ich echt keinen Bock habe, hier an den Tankstellen einen Haufen Geld für irgendwelche teure, ungesunde Blöcke auszugeben. Ich habe mein Taster-Pack mit, ist immer eine Überraschung, kann man sich mal durchtesten. Geht rucki zucki, sind ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen mit drin. Einfach das Pulver in den Shaker rein, mit Wasser auffüllen. Gut durchschütteln, ist kein Zucker drin, kein Taurin, nur gesunde, leckere Stoffe. Und ihr habt einen coolen Drink, wenn ihr länger unterwegs seid, und bleibt auf jeden Fall fit
und wach. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Rabattcode von mir, Stefan5, da spart ihr 5 Euro auf euer Holy Taster Pack. Ich bin ganz sicher, da ist auch eine Geschmacksrichtung dabei, die euch mega lecker schmecken wird und euch auf jeden Fall fit macht für lange Autofahrten. Und weiter geht die wilde Fahrt. 2 Stündchen haben wir noch und dann sind wir am Wasser. Abfahrt. Jetzt rechts abfahren und danach rechts abbiegen in Richtung Passau. Fahrt 115 Passau Nord nehmen. 100 Metern rechts abbiegen. Ja, ideal. So, wir sind angekommen an der wunderschönen Donau, ganz in der Nähe hier der Drei-Flüsse-Stadt Passau. Ich konnte hier mit dem Auto direkt ans Wasser, direkt neben der Slipanlage. Hier habe ich schon mal vor ein paar Jahren mein Boot geslippt zum Welsangeln. Zum Welsangeln war ich auf dieser Strecke hier schon öfters, aber diesmal soll es nicht auf Wels gehen, sondern auf, ich denke, ihr könnt es euch schon fast denken, auf Quappe, genau. Ich habe am Lech hier schon auf Quappe geangelt, am Inn schon auf Quappe geangelt und dieses Mal wollen wir knapp vor der österreichischen Grenze, noch in Deutschland aber, auf Quappe an der Donau angeln. An der Donau habe ich bisher noch nie auf Quappe geangelt, aber die Einheimischen haben mir berichtet, auch die Donau, ich kenne hier diese Gewässerstrecke etwas vom Welsangeln, wie gesagt. Tiefes Wasser haben wir hier. Ja, und hier soll es auch richtig gute Quappen geben. Eine Nacht haben wir Zeit, wir probieren es. Martin kommt noch dazu, der wollte die Würmer organisieren. Ich habe Leber am Start und ein paar Köfis. Ich werde vielleicht auch mit der zweiten Rute einen größeren Köder raussetzen, um eine Rute auf Zander zu versuchen. Mal gucken, Martin wird auf jeden Fall beide Ruten auf Quappe angeln. Das werden wir gleich noch besprechen. Aber wir befinden uns noch vor der Raubfischschonzeit. Wir dürfen Köfis noch einsetzen, der Zander ist noch offen. Genau, das werden wir auf jeden Fall probieren. So, aber jetzt gilt es ein bisschen Gas zu geben. Die Karre ist voll, ist alles unorganisiert. Es ist kurz vor 16 Uhr. In einer guten Stunde ist es dunkel. Und da müssen die Ruten drin sein. Bei den letzten Quappenversuchen, wo ich unterwegs war, kamen die meisten Fische in der Dämmerungsphase. Und da müssen die Ruten auf jeden Fall am Start sein. Da müssen die Köder liegen. Schauen wir mal. Wundert euch bitte nicht, dass es hier so aussieht, als ob ich ausziehe. Aber wie gesagt, ich bin nur auf der Durchreise. Wir haben jetzt eine Nacht nur zur Verfügung. Morgen fahre ich weiter nach Österreich. Und da brauche ich das Bellyboot. Und noch ein bisschen Waller-Equipment. Hier, wie gesagt, wird jetzt nur die Quappe im Fokus stehen und vielleicht der Zander. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Bulli irgendwie so aufräumen, so herrichten, dass ich heute Nacht problemlos da drin schlafen kann. Ich habe mich jetzt erstmal schnell umgezogen. Der Schein trügt nämlich. Es ist richtig, richtig kalt. Die Sonnenstrahlen erwärmen ein bisschen die ganze Situation. Aber ihr seht es ja überall, ein richtig kalter Wind pfeift hier durch. Der Boden ist komplett gefroren. Überall hier Eis unterwegs. Ja, das wird auf jeden Fall eine kalte Nacht. So. Schnell den Pott vorbereiten. Ich habe ja sonst immer relativ leicht auf Quappe geangelt, habe diesmal mein Karpfen-Equipment, was ich mir so schnappen konnte, das Leichte, was ich zu Hause hatte, eingepackt und werde die ganze Aktion mit dem Pott machen. Mal gucken, was Martin dabei hat, wenn der denn endlich hier auftaucht. Ich hoffe, der kommt nicht erst hier in der Dunkelheit an.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ja, ich habe meinen Karpfenpott jetzt hier im Einsatz. Steht wie ein Felsen der Brandung optimal, um die Ruten schön hochzustellen, also um möglichst wenig Schnur im Wasser zu haben, möglichst wenig Wasserdruck auf meiner Schnur zu haben. Das sollte man beim Flussangeln so machen. Ja, und auch meine leichten Karpfenruten werden heute Nacht ihren Einsatz finden beim Quappenangeln. So. Hier muss ich jetzt halt alles noch zusammenwursteln. So, auf jeden Fall erst mal schnell die Köfüße in die Sonne legen. Die Leber ist ja schon gut. Die sind noch richtig steif gefroren, aber ich habe noch ein paar größere Rotaugen vom Hechtangeln übrig gehabt. Und wie gesagt, die zweite werde ich probieren, einen Zander zu kriegen. Und mit der anderen werden wir Quappenalarm machen. Und ich glaube, der Martin macht eh mit zwei Ruten Quappenalarm. Ich hoffe, dass der mal bei Zeiten ankommt. Denn jeden Moment, seht ihr schon, schwindet der Planet. So, noch ein bisschen die Köfis anbauen. So, und jetzt bereite ich schon mal meine Montagen vor. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, vor 2-3 Wochen, das Video habt ihr ja schon gesehen, war ich Karpfenangeln. Und da habe ich mir eine von meinen geliebten Explorer-Routen hier kaputt gemacht, weil sie umgefallen ist, auf den Stein drauf, Ringanlage raus. Aber ist schon wieder Ersatz da. Also das ging wirklich super schnell, der Service. Und die Routen sind für hier meiner Meinung nach ideal. Sind schöne, leichte Routen, 3 Meter lang. Wir haben hier, seht ihr ja draußen, schon eine gute Strömung drauf. Also nicht so stark wie bei mir zu Hause der Rhein. Aber da gibt es ja auch keine Quappen. Aber zieht schon gut durch, tiefes Wasser. Ich schätze mal, ich werde da so ein 80 Gramm Blei einsetzen. Mit offener Rolle angeln, beim Zanderangeln und mit geschlossener Bremse beim Quappenangeln. So, aber jetzt heißt es erstmal die Montagen vorbereiten und den Versuch mit der Leber wagen. Ja. Ich habe ja mit der Leber schon oft rum experimentiert. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, aber man merkt, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Ich habe mir auch so eine schöne Grippe eingefangen die letzten Tage. Hatten, glaube ich, viele von euch oder die kennen das Lied. Naja, echt diese kalte Zeit jetzt. Ja, und wie gesagt, ich habe schon öfters mit Leber rum experimentiert, vor allen Dingen beim Welsangeln. Aber ich glaube, dass dieses blutstarke, wirklich intensiv riechende auch auf Quappe ganz gut funktionieren wird. Aber bei weiten Würfen und auch bei einigen Mitessern, die hier wahrscheinlich auch vorhanden sind, ist die relativ schnell weg vom Haken. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen mit dieser Damenstrumpfhose. Im Supermarkt bei mir zu Hause haben sie mich komisch angeguckt, wie ich einkaufen war, ja? Und wie ich plötzlich neben einigen anderen Utensilien die Strumpfhose aufs Band gelegt habe. Aber ich will das mal testen. Ich kenne das von Kanada. Da haben wir Lachsrogen in die Strumpfhosen reingewickelt und damit auf Stör geangelt. Und ich will es heute mal probieren mit der Leber in der Strumpfhose drin. Wie so ein Schwamm, ein schönes Stückchen Leber einpacken. Das Blut geht nach außen. Die Geruchsstoffe, die Geschmacksstoffe gehen nach außen. Und wer weiß, ob die Quappen drauf Bock haben. Auf Döbel funktioniert es gut, auf Wels funktioniert es gut. Und heute probieren wir es mal auf Quappe. Abfahrt. Ja, da kommt der Martin. Gehen wir mal Hallo sagen. Grüß dich. Ja, servus. Bang, guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Oh, Damenstrumpfhose. So ein Fest, was hast du mit der vor? Es ist bald Fasching, die ziehst du heute Abend an. Das ist mal der Reißer fürs Video, habe ich gedacht. Ja. Ist deine Größe auch? S. 38 bis 40 mit Make-up. Nee, die passt mir sicher. Ich glaube, du hast bestimmt irgendwas anderes vor damit. Komm jetzt, Action. Wird gleich dunkel. Ist ja richtig schön kalt noch bei dir, ey. Wahnsinn. Bei mir war es arg kalt, aber Schnee hatten wir keinen mehr daheim. Aber in Bayern ist Schnee ja normal, ne? Bayerland. Ja,
So, das ist gut, dass er da ist, der junge Mann. Der denkt jetzt natürlich, er soll die anziehen. Naja, aber wir haben ja was anderes mit vor. Da kann mir der Martin jetzt ein bisschen mit helfen bei der Kameraführung, wenn ich die Montagen zusammenbaue. Über das Stativ ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich zeige euch mal schnell das Grundgerüst und dann müssen wir uns mal was überlegen, wie wir die Leber hier schön lockend in die Strumpfhose packen. Ja, ruckizucki ist die Sonne weg. Martin hat seinen Pott schon hingeballert, aber jetzt habe ich ihn erst mal gebeten. Er sitzt jetzt hinter der Kamera und unterstützt mich ein bisschen und guckt ganz ungläubig mit meinem Leberversuch. Martin ist ja eigentlich der Quappenspezialist oder besser gesagt derjenige, der mich zu meiner ersten Quappe hier gebracht hat oder die Idee hatte, lass uns mal sowas machen. Mein System oder die Grundmontage bei beiden Ruten, sowohl zum Zanderangeln als auch zum Quappenangeln, sieht gleich aus. Ich benutze hier diese Ledgerbooms. Die kennt ihr von mir auch vom Hechtangeln. Ziehe mir den einfach hier am Ring auf meine Mono auf. Als Hauptschnur habe ich eine 41er Mono im Einsatz. Zack, da läuft der schön frei. Ich glaube, bei der Quappe ist es gar nicht mal so wichtig, dass ihr wenig Widerstand habt. In der Verpackung sind diese Stopperhülsen dabei, die sind ganz cool, weil die verhindern das Überrutschen auf eurem Wirbel. Da fädelt ihr zuerst die dünne Seite auf. Jetzt kommen diese Quick-Change-Wirbel. Die kennt ihr auch bei mir vom Hechtangeln. Ganz normaler Knoten eures Vertrauens. Diese Hülsen hier könnt ihr jetzt schön auf den Wirbel drauf schieben. Und da läuft dann schön euer Boom dagegen. Ja. Also er kann nie über den Wirbel aufs Vorfach rutschen, auch mit dem großen Ring. Hier unten dran kommt ein 80 Gramm Blei. Das sollte hier ausreichen. Bei der Strömung hängt da einfach unten in euren Ledgerboom ein. Zack, und habt halt dann den Vorteil, dass eure Hauptschnur schön über Hindernisse am Gewässergrund gleitet. Das Vorfach hinten und der Köder liegt später am Grund, aber ihr habt keine Hängergefahr. Vor allem in der Donau, da hatte ich schon einige starke Hänger. Ja. So, und jetzt wird es spannend. Ich habe mir überlegt, ich werde die Leber wie eine Art Haarmontage angeln. Ich benutze hierfür meine monophile Hauptschnur. 40er, das sollte auf jeden Fall passen. So, machen wir jetzt hier mal 50, 60 cm runter. Binde an das Ende mir eine Schlaufe, wie beim Boilie-Angeln. Ja, hier in Stadtnähe ist halt schon ganz schön Alarm. Ne? Da hinten ballert ein Zug durch. Zack, ganz normale Schlaufe und hier werde ich dann später meine Leber aufziehen. Das überstehende Ende wird abgeschnitten. Zack. So, jetzt habe ich hier einen 2-0er Raubfischhaken mit einer seitwärts abgeschränkten Spitze. Dann gehe ich jetzt mit der Mono einfach von hinten nach vorne raus. Überlege mir ungefähr den Abstand. Befestige den Haken an der Mono, genauso wie ihr euer Boilie-Vorfach befestigen würdet. Sechsmal zurückwickeln und wieder durchs Öhr zurück. So, kein Schnickschnack. So sieht es dann aus. Ja. Ans Ende kommt eine Schlaufe. Da benutze ich jetzt hier den Achterknoten. Zack. Okidoki.
Schnurreste auf jeden Fall nicht auf den Boden, sondern auf den Tisch und später in den Mülleimer. Die Schlaufe hänge ich jetzt hier an meinem Wirbel ein, gerade durch eine Drehung. Hier ist auch noch ein kleines Schnurende, was absteht, das können wir auch noch kürzen. So, und die Grundmontage ist fertig. Und jetzt wird es spannend. Für mich auch das erste Mal, aber ich will es auf jeden Fall probieren. Jetzt werden wir unsere Leber in die Strumpfhose packen. Rinderleber. Das riecht schon sehr verführerisch, ja. Weil so hat die eine relativ weiche Konsistenz, seht ihr ja. Beim Welsangeln habe ich größere Haken im Einsatz und kann die richtig schön mehrmals drauffädeln. Aber jetzt hier bei den kleinen Haken würde die sehr schnell ausreißen. Deswegen die Idee mit der Strumpfhose. Ich habe es euch schon erzählt, ich kenne es von Kanada. Da haben sie mit geangelt. Eine Strumpfhose muss ich aufheben für den Martin. Die zieht er nachher an. Ich wollte schon sagen, nur eine drin, sind zwei drin. Ich muss das erstmal angucken. Ich habe bei meiner Freundin nicht so genau aufgepasst, wenn sie die getragen hat. Aber passt, Martin. So. Ich glaube, wir gehen ins Fußende. Weil da haben wir schon einen Abschluss. Ich schneide mir jetzt einfach mal ein Stückchen hier ab. Müssen wir mal sehen, wie groß das Ganze wird. So. Ja, und wenn ihr die jetzt so aufzieht, seht ihr, wie richtig schön fasrig die ist. Also das sollte auf jeden Fall die Leber, die Gerüche und die kleinste Geschmackspartikel nach außen gehen. Ich weiß jetzt auch nicht von der Menge her. Angeln ja nicht auf Wels oder auf Stör, sondern auf Quappen. Aber wir haben ja sonst auch schöne Fischfetzen oder Wurmbündel da in Haken gehangen. So, so einen Brocken werden wir jetzt mal hier reinlegen. Das richtig stark nach unten. Da seht ihr schon, wie sich das hier rausdrückt. Boah. Und genau das wollte ich erreichen. Ich komprimiere das jetzt richtig stark. Er sifft schön raus. Jetzt verdrehe ich es hier oben. Seht ihr mit meinen Fingern, wie es raus sabbert. Jetzt verdrehe ich das hier oben. Mit dem Knoten würde das Paket jetzt zu groß werden. Ich nehme jetzt hier ein Stück geflochtene Schnur und werde es verknoten. Ich muss es nochmal richtig schön zusammendrehen. Sieht schon ganz schön olber aus, der Bolle. Ein paar Mal umwickeln. Ja, ich glaube, es ist zu groß. Ich hatte im Endeffekt ein 30er Boilie oder ein 30er Köder für so eine Quappe. Nehmen wir ein bisschen was raus. Wie gesagt, ihr seid jetzt auch beim ersten Versuch dabei. Musste jetzt selber ein bisschen testen und habe jetzt noch den Zeitdruck im Nacken. Nehmen wir die Hälfte wieder raus. Finny ist nicht dabei, die würde sich jetzt schon wieder zu Tode freuen. Weil es riecht wirklich abartig. Ja, ich glaube, das ist besser. So. Ja, jetzt sieht's. Jetzt sieht es aus wie ein 20er, 22er Boilie. So, die geflochtene Schnur drum. Verknoten. So, die überstehenden Schnurenden abschneiden. Uns das Paket gleich mal an. Das sieht doch gut aus. Und schaut mal euch mal meine Hände an. Also wenn das im Wasser so ausgewaschen wird, 100 Pro, ist das interessant für die Fische. So, jetzt war meine Idee, das mit der Köternadel aufs Haar zu ziehen. Das Einzige, was ich nicht dabei habe, aber ich glaube, das ist kein Problem, ist ein Boilie-Stopper. Werde ich mir einen kleinen Ast suchen, so jetzt mal überlegen.
Hier hinten ist ja dieser abgeschnittene Futtel, da habe ich Angst, dass sich was verwickelt. Ich werde jetzt genau da einstechen, dass der Haken genau oben an der glatten Seite. Das geht gut durch. Dann sitzt. So. Okay, jetzt suche ich nur noch ein Stöckchen, dass man das fixieren kann unten. Oder wir könnten es vielleicht auch, ne, Überschlag geht nicht, muss ich mit dem Stock fixieren. So. Kleines Stöckchen rein, das ging früher beim Karpfenangeln, das wird dann auch bei der gefüllten Damenstrumpfhose funktionieren. Ziehe ich das alles mir mal genau hier rüber. Mit den Knoten. Der Abstand ist jetzt sehr groß. Aber so sieht es schon ganz gut aus. Oder ich könnte es auch durchstechen direkt. Genau, machen wir das so. Ich mache den Stock noch ein bisschen kleiner. Sehr lang. Und spanne es jetzt mal richtig rein. Die Strumpfhosen sind schön zäh. Was sagst du, Martinho? Hat das eine Daseinsberechtigung? Das schaut doch fein aus. Auf jeden Fall. Und es süfft wie Sau. So, die setzen wir jetzt gleich mal. Und dann bauen wir unsere Zanderrute zusammen. Weil auch bei den letzten Quappen-Sessions, die wir zusammen gemacht haben, kamen ja alles so in der Dämmerungsphase bis die ersten zwei Dunkelheitsstunden. Ne? Oder? Ja. Die müssen raus. Bis 21 Uhr spielt sie das meiste ab. So, Qual der Wahl. Ich wollte eine Route ein bisschen näher angeln, eine bisschen weiter draußen. Den Köfi für Zander. Ein bisschen näher an die Packung rein und die hier an die erste Kante raus, oder? Was meinst du? Ja. Erst die Kanten auf jeden Fall. So, ich habe jetzt bestimmt ein Drittel vom Fluss ausgeworfen. Gucken, ob das 80 Gramm da liegen bleibt. Ich hätte vielleicht sogar noch mehr Blei draufsetzen können. Es ist schon Druck dahinter. So, hier lasse ich die Bremse zu. So. Bissanzeiger kann ich mir sparen. Das ist wie Aalangeln, da kommt eine Glocke an die Spitze. Dann kommt die Zanderrute rein. Bei der zweiten Route habe ich mir das gleiche Grundsystem hier gebaut und habe mir dann ein bisschen längeres Vorfach auch aus der Hauptschnur. Den Abschluss bildet ein Drilling der Größe 4. Das sind schon stattliche Happen, ja. Aber für einen schönen Winterzander. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr erstmal jetzt nochmal die Schwimmblase definitiv kaputt macht. Ihr könnt da mit der Köternadel hier unten reingehen, schön zerstechen, dass er nicht auftreibt. So, den Drilling will ich genau hinter den Kopf setzen. Die Erfahrung gemacht, dass der Zander gerne vom Kopf her frisst. Ich will den Drilling genau hier vorne am Kopf sitzen haben. Ich gehe jetzt hier hinter der Rückenflosse rein, gehe ganz knapp unter der Haut durch nach oben, hier vorne raus, dass ich später geraden Zug habe, der Haken sich auch schön bewegen kann nach dem Anhieb, nach der Köderaufnahme. Ziehe mein Vorfach hier durch, ganz knapp unter der Rückenflosse.
So, und jetzt setze ich den Drilling mit einer Flunke hier hinterm Kopf direkt rein, dass er schön absteht. So sieht's aus, das Ganze. Und wenn ihr jetzt einen Biss kriegen solltet und schlagt an, reißt diese Schnur unheimlich schnell hier in der Rückenflosse raus und ihr reißt euren Haken nicht in den Köderfisch rein. Der Zander packt meistens den Fisch, dreht ihn und nimmt ihn im Kopf zuerst. So jedenfalls meine Erfahrung. Diese Rute werde ich nicht so weit draußen angeln, schön hier nah an der Packungskante, am Fuß unten. Ich habe Martin vorher gefragt, sonst wäre ich auf Stahl gegangen, aber der sagt, ihm ist es nicht bekannt, dass hier viele Hechtaktionen kommen und da fische ich dann lieber mit einem Mono als mit einem Stahlvorfach. Wenn ihr in Gewässern unterwegs seid, wo ein guter Hechtbestand da ist, solltet ihr auf jeden Fall Stahl einsetzen. Hier vorne seht ihr ja, ist die kleine Ausbuchtung von der Slipanlage. Und da vorne an die Kante werde ich die Rute setzen, direkt in die abfallende Steinpackung. Wasser auch hier von dem Uferbereich. Das werden wir testen. Und hier werde ich auf jeden Fall komplett offen angeln. Richtig, richtig offen, dass der Fisch erstmal nehmen kann. Hier mache ich einen Bissanzeiger an. Ja, auf der rechten Rute mit der Leber habe ich schon richtig Druck drauf. Lasst die jetzt mal noch liegen. Wenn nicht, hole ich die auch noch ein bisschen näher ran. Also es feucht wirklich. Die Strömung ist doch stärker als erwartet. Es sah heute Nachmittag ganz harmonisch aus hier, aber hat schon Bums. Die Donau zieht schon gut durch. So, jetzt gehen wir mal rüber zu Martin, gucken mal, was der zusammenbaut. Ich werde aber auch an die Zanderrute, obwohl ich da den Bissanzeiger aktiviert habe, noch ein Glöckchen an die Spitze machen, wenn ein vorsichtiger Biss kommt, damit ich vielleicht die Möglichkeit habe, doch noch die Rolle zu öffnen, falls ein Biss kommt. Ja, aber da habe ich zwei Signale, einmal den Bissanzeiger, wenn ich später dann im Auto schlafe, aber auf jeden Fall dann auch erstmal, falls sich was am Köder zu schaffen macht, die Glocke, denn die ist oftmals am sensibelsten. Ja. Setze ich noch drauf. So, und Martin ist schon so gut wie fertig. Gehen wir mal rüber gucken. Was servierst du? Also ich werde meine erste Route ganz klassisch mit einem Einzelhaken und einem Tauwurm angeln. Man sieht, der Wurm ist schon ein bisschen eingefroren, also es ist richtig, richtig kalt heraus. Ich werde da jetzt noch ein paar Spritzer von dem Flavor Spray draufhauen. Ja, das war ja schon immer gut, das war ja damals auch gut. Ja. Im Gegensatz zum Stefan werde ich die sehr ufernah setzen, direkt da, wo die abfallende Kante von der Steinpackung aufhört. Vielleicht so 5-6 Meter vom Ufer weg, da wo die Kante anfängt auszulaufen. Ja, vielleicht auch gar keine dumme Idee, weil guckt mal da draußen. Da kommt jetzt sogar Treibgut durch, aber normalerweise dürften wir nicht mit steigendem Wasser jetzt zu rechnen haben. Mal gucken, vielleicht hole ich meine Leber auch noch ein Stück weiter rein. Der Köfi liegt ja auch sehr nah. Aber das Holz da draußen, was jetzt hier runterkommt, naja. Und es keine Glocken? Doch. Schon auch Glocken, aber sicherheitshalber nur den Bissanzeiger mit dazu, weil man weiß ja tatsächlich nicht, was hier alles passieren kann. Na,
auf meine zweite Route kommt der Fischfetzen drauf. Einfach ganz klassisch mit Einzelhaken aufgefädelt, ein paar Mal durchgestochen. Ich glaube, da findet sich ein Abnehmer. Und schon ist es stockdunkle Nacht fast. Ja. Die Sonne ist weg, wir haben jetzt 17.30 Uhr, ging jetzt wirklich rucki zucki. Aber die Routen sitzen und es war ganz wichtig, also auch in der Vergangenheit immer diese Dämmerungsphase mitzunehmen. Wir durften jetzt auf jeden Fall nicht viel rumschludern. Wir haben jetzt 4 verschiedene Köder wirklich am Start. Einen großen Köfi mit der Hoffnung auf einen starken Donauzander. Das Leberpaket als Test. Wurm, bekannt, dass das funktioniert. Fischfetzen, auch bekannt, dass es funktioniert auf die Quappen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt machen wir es uns hier gemütlich. Wir müssen es uns jetzt hier ein bisschen warm machen, weil es zieht wirklich richtig an. Es wird richtig, richtig kalt. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, wie kalt wird es heute Nacht? Wie kalt war es denn gestern Nacht bei dir zu Hause? -10. -10, sagt er. Naja, haben wir beim Hechtangeln gemeistert. Werden wir auch hier beim Quappenangeln meistern. Der alte Sparfuchs nimmt die alten Knicklichte nochmal. Aber das ist ein guter Trick. Wann hast du das letzte Mal Einsatz gehabt? Denk mal vor circa 2 Wochen beim letzten Mal Quappenangeln. Ja, das leuchtet. Seht ihr? Wahnsinn. Erste Aktion auf Wurm, Martin seine rechte Rute. Ah, da ist schon die Aktion da. Bei Martin drüben auf den Wurm. Direkt ein paar Tacker in der Glocke. Jetzt ist wieder Ruhe, aber er will noch liegen lassen. Jetzt bin ich rübergerannt auf die rechte Rute von mir. Auf die Leber hat es leicht gewippt. Ich hoffe nicht, dass es Schwemmholz oder irgendwas war. Aber ist schon Spannung geboten. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Jetzt, Fisch, Fisch, Fisch. Wieder Aktion. Ja, da ist Aktion. Der Ende. Er ist echt verrückt. Echt verrückt. Bei Martin hat Spektakel eben angefangen. Ding, ding, ding. Aufgehört. Dann im nächsten Moment bei mir drüben an der Leber. Ding, ding, ding. Jetzt bin ich wieder rübergerannt. Eben hat er einen schönen Zieher gehabt, Martinho. Jetzt ist wieder Ruhe. Ja. Martin ist in Lauerstellung. Also im Gebiet hier gibt es auch wirklich viele Grundeln. Aber ich glaube nicht, dass bei den kalten Wassertemperaturen, die jetzt aktiv sind. Also wenn wir am Rhein beim Welsangeln mit Wurm, Januar, Februar, März, haben wir noch keine Grundelprobleme gehabt. Ich würde jetzt auf jeden Fall den Wurm, glaube ich, mal kontrollieren. Wir gucken jetzt mal nach. Ich werde auch meine Leber jetzt noch mal kontrollieren müssen. Aber nichts drauf, oder? Doch, da ist was drauf. Fisch drauf? Ja, ist irgendwas drauf. Also wenn da jetzt eine Grundel dran hängt, dann haben wir... Ui. Oh, ein schöner Weißfisch. Der erste Abnehmer. Der Zielfisch, aber der perfekte Welsköder, wenn wir jetzt Walle angeln werden. Petri Heil, der Anfang ist gemacht. Petri, danke. Zwar nicht der Zielfisch, aber... Aber der perfekte Köderfisch zum Welsangeln. Ja, das stimmt. Wären wir jetzt Welsangeln. Für die Quappen und Zander ist er definitiv zu groß.
Ja, der Wurm hat den ersten Abnehmer gefunden. Das hatten wir auch noch nicht. Also ich war jetzt schon zweimal mit dem Martinium im Winter unterwegs zur Quappenjagd, dass wir direkt Weißfischaktionen bekommen haben. War noch nicht der Fall, aber wie gesagt, Wurm. Ne? Wurm ist halt so ein Köder, da stürzt sich alles drauf. Aber es hat schon mal geklingelt und es ist mega spannend. Ja. Es ist halt mal wieder ein ganz anderes Angeln als dieses sture Sitzen hinter den ausgelegten Karpfenruten und warten, bis der Bissanzeiger losgeht. Dieses Angeln auf große Wälse und warten, bis da der eine Biss in der Nacht kommt. Dieses Rumdotteln, sage ich jetzt mal, mit Wurm. Wir haben zwar einen Zielfisch, aber ist schon eine spannende Sache. Weiter geht's. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meinen Leberstrumpf auch mal kontrollieren sollte. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen, aber es war auch ein schöner Ropfer drauf. Ja, da hat der Bissanzeiger jetzt aber kein Tonsignal gegeben. Ne? Die Glocke hat es direkt angedeutet, den Biss. Da war der Fisch noch zu klein. Ja, wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht. Der Martin war eben wieder bessere Aktion in der Rute. Bei mir ist jetzt ruhig. Ich werde meine Leber jetzt auf jeden Fall noch mal kontrollieren. Und das Pack vielleicht auch ein bisschen die Darmstrumpfhose näher hier an die Kante ziehen. Ja, wir haben links und rechts von unserem Lager zwei so Heizstrahler hingestellt. Also eine normale Zeltheizung nutzt ihr gar nichts mehr. Wenn ihr ein Zelt jetzt habt oder einen geschlossenen Raum, ein Pavillon oder irgendwas oder ein Bulli, ist eine Heizung mega. Aber hier draußen, wo der Wind so durchpfeift, sind diese Heizstrahler wirklich Beste. Und wir haben eben mal beim Martin aufs Handy geguckt. Wir zeigen es euch jetzt mal, was uns heute Nacht jetzt hier erwarten wird. Es wird richtig kalt. Meine Nase läuft immer mehr, aber ich will nicht jammern. Aber schaut mal, was wir hier noch für Temperaturen jetzt kriegen. Scroll mal weiter rüber. Das geht fast auf 10, ja. Geh mal zurück, jetzt haben wir kurz nach 8. Ja. Minus 7, minus 8. Alter Falter, ja. Minus 7 Grad laut Online-Wetterdienst aktuell. Aber man merkt es auf jeden Fall. Aber Martinius sagt, mein Kumpel, der alte Quappenangler hier aus Bayern, nicht je doller, sondern je kälter, je besser. Je kälter das Wetter, desto größer werden oder fetter werden die Quappen. Damals waren wir, glaube ich, angeln vor dem Mond. Jetzt haben wir ja fast null Mond. Damals waren wir angeln vor dem Vollmond. Da hat es ja gut gescheppert. Video verlinke ich mal euch hier oben. Bin mal gespannt, ob wir diesmal auch Glück haben. Aber der Weißfisch oder die Aktion, die wir jetzt gleich hatten auf Wurm, lässt uns schon hoffen. Aber jetzt gibt es erstmal was Heißes zu essen. So, öffne mal deine Hot Bowl. Wird jetzt ein bisschen pikanter, aber mega lecker. Gut. Schön durchrühren. Mach meine Arme auf, bitte. Es gibt jetzt auf jeden Fall Tinte auf den Füller. Mexican Chili gibt jetzt auf jeden Fall ein pikantes Abendessen. Ist eine komplette Mahlzeit drin enthalten, Haufen Ballaststoffe, genau das Richtige jetzt, während wir auf den nächsten Biss warten. Das ist schön pikant. Ja, habe ich gesagt, es hat Feuer, aber es bringt Hitze. Das ist gut, ja.
gerade eben die Schnur genommen. Soeben hat man einen richtigen Abzug auf den Höfi. Habe ich mal die Rolle aufgemacht. Komplett gefroren hier schon alles. Aber jetzt passiert nichts mehr. Ab. Da ist richtig eben die Bremse reingelaufen, der Fisch. Das ist Totentanz wieder. Leber wieder. Er hat schon ausgelöst oben. Ja, hier sieht man ganz deutliche Spuren. Hier sieht man die Zähne. Vielleicht war ich jetzt zu früh, hätte ein bisschen warten sollen. Aber war eine Anne. Hechte sind halt anders drauf, ne? Da geht das vorwärts. Aber ich kann halt hier schwer mit offener Rolle komplett angeln, weil die Schifffahrt, also die Strömung, mir dann immer die Schnur runterzieht. Aber hier seht ihr das. Ganz deutliche Spuren. Das sind Zähne. Die Köfi sind teilweise wieder steif gefroren. Mal wieder die Schwimmblase kaputt machen. Ja, ich setze den Drilling jetzt vielleicht ein bisschen weiter hier oben rein. Aber das war definitiv ein bezahnter Räuber. Ah, schade. Schade, schade, schade. Knapp hier vorne rausgehen. Weit vorne wieder. Aber normalerweise jetzt im Winter, die Räuber haben ja, der Hecht hat ja auch Hunger und der Zander sollte doch genauso das Ding wegnageln. Naja, auf ein neues Leberrute werde ich jetzt ein Stück näher ranholen. Also Martin hat permanent Bisse auf die Würmer hier näher an der Kante. Normalerweise jetzt im Winter, guter Zander, muss ja das Ding wegsnacken. So. Neuer Köder, neues Glück. Aber immerhin passiert ein bisschen was. Ja, bestimmt 5-6 Meter tief, also lange Absinkphase. Glückchen. Vielleicht hat der Fisch halt wirklich irgendwo Widerstand gemerkt, obwohl die Bremse komplett offen war. Also da ist wirklich kaum jetzt mehr Druck dahinter.
so weich eingestellt, dass gerade die Strömung keine Schnur von der Rolle holt. Probier das doch mal. Aber ich habe, wie gesagt, im Winter schon beim Raubfischangeln, auch beim Zanderangeln, Bisse gehabt wie beim Aalangeln. Wenn der den Köder genommen hat, bam, 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 ist er in die Rute reingeballert und war gehangen, der Fisch. So, die Leber holen wir jetzt einmal rein. War ein paar gute Aktionen drauf. Aber Martin hat mehr Bisse hier in Ufernähe. Gucken, ob wir da was sehen. Wie gesagt, dranbleiben. Die Quappen ziehen im Fluss umher, das habe ich gelernt. Und immer wieder frische Köder drin. Ah, ihr seht das. Auch ein Haufen Dreck eingesammelt draußen. Also irgendwas ist mit dem Wasser hier los. Nicht nur eine starke Strömung, sondern kam ja ein bisschen Dreck vorhin an der Oberfläche. Hier kommt richtig Gras durch. Das ist natürlich dann umfänglich. Ich werde jetzt nochmal was anderes probieren. Ich werde das Haar ein bisschen einkürzen. Das mache ich einfach, indem ich ein paar Knoten reinmache. Dann kann ich es kürzer machen. Und werde doch wieder die Leberstrumpfhose am Haar angeln. Gefällt mir nicht so gut mit dem eingehangenen Haken und werde als Leckerbissen ein Stück Leber einfach auf die Hakenspitze hängen. Riecht noch extrem, hält auch schön die Konsistenz der Strumpfhose. Aber klar, wenn da draußen halt ein Haufen Gras durchkommt, das ist halt nicht gerade das effektivste Angeln. Aber wie gesagt, vorher bin ich mir sicher, es ist auch stellenweise hier ein bisschen aufgerissen. Da waren bestimmt Fische im Spiel. Aber wie gesagt, auf Leber geht halt im Endeffekt alles. Ne? Finden alle Fische sehr attraktiv. Dann das Stöckchen wieder hier oben rein. Schön anziehen. Ja, durch das Verkürzen des Haars ist jetzt schon ein bisschen kompakter geworden. Ich werde jetzt einfach hier noch so einen Klumpen mit vorne auf den Haken hängen. Hier ist eine Sehne mit drin. Und auch kürzer werfen. Weil ich glaube, der freihängende Leberstrumpf unten hakt besser, sofern er wieder Gras sammelt. Aber vielleicht war ich mit der Rute auch einfach zu weit draußen. So, auf ein neues. Jetzt lege ich es mal genau vor die Steine hier vorne. Auch hier in Ufernähe, eine gute Wassertiefe. Ich kenne das Gebiet ja ein bisschen. Ich war hier, wie gesagt, schon Welsangeln klopfen und weiß, dass nah an der Steinpacken schon 3, 4, stellenweise sogar 5 Meter Wassertiefe sind. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen näher ran. Wenn ihr zu Hause unterwegs seid, könnt ihr Folgendes machen. Nach dem Aufschlag des Bleis eurer Montage auf die Wasseroberfläche einfach mal mitzählen. So lange, bis der Druck weg ist, also bis ihr merkt, dass das Blei am Grund ankommt. Pro Sekunde könnt ihr davon ausgehen, ca. 1 Meter Wassertiefe. 4, 4,5 Meter haben wir jetzt hier. So, auf ein neues. Aber es ist spannend. Es ist echt was los. Das ist doch mega bei den Temperaturen. Hier sind überall die Leberbrocken jetzt an der Route. So, Bremse mache ich hier wieder zu.
ich mir erstmal die Hände waschen. Alter Vater. Aber wie gesagt, ich habe ein mega Vertrauen in die Leber. Das lockt so Fische, seht ihr hier selbst. Und es stinkt wirklich heftig, ja. Das Blut, alles löst sich da im Wasser. Und mit der Darmstrumpfhose, ich glaube, da ist die Messe noch nicht gelesen. Fisch. Das ist was anderes. Guck das Ding an. Kescher, ja. Mach den Kescher. Ja, ich bringe den Kescher. Jawohl. Was kam in Kescher rein? Ich hänge es irgendwo. Ich hänge es im Stein. Ich glaube, das Blei hängt. Das ist frei. Guck dir mal das Ding an. Von dem Strumpf ist nichts mehr übrig. Das hat die Leber ganz verfärbt. Entweder ist er weggerissen. Oder ausgenuggelt worden von anderen Fischen. Das kommen wir erst da. Mal das Ding an. Das ist für ein schönes Ding. Ein Bollermann. Ein Bauch an. Aber der Weißfisch vorhin war auch so fett. Wie in all die Teile. Naja, da gibt es morgen auf jeden Fall für deine Oma ein gutes Essen, oder? Die werden sich freuen. Ja. Wundert mich bloß, wo der Strumpf hin ist. Denkst du, durchgenagt von anderen Fischen? Hm. Oder löst sich das auf, so eine Strumpfhose? Ja, nach ein paar Fehlattacken und nach Treibkraut, dann in Ufernähe wirklich der ersehnte Zielfisch. An der Montage muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumexperimentieren. Hat jetzt zwar gefangen, aber ich muss auf jeden Fall das Haar ein bisschen besser anpassen, den Darmstrumpf. Muss jetzt auch mal testen, ob vielleicht nur der Haken zielführend wäre. Ja, wir hatten jetzt das letzte Mal einfach noch ein Stück Leber über den Fanghaken gehangen. Mich wundert es jetzt ein bisschen, dass der komplette Darmstrumpf weg ist. Wer weiß, was da unter Wasser passiert ist. Vielleicht haben auch ein paar Fische, wir hatten jetzt in letzter Zeit wieder so ein paar einzelne Klingler. Ich wusste nicht genau, ob es Kraut ist. Also so Gras, was durchtreibt oder irgendwelche Fische, die dran rumropfen. Aber wie gesagt, so kam es jetzt zurück. Definitiv ist die Leber aber ein guter Köder für viele Fischarten. Und hat uns jetzt auch hier eine Quappe im Winter gebracht. Wir werden da dranbleiben, weiterhin testen, an dem System ein bisschen weiterhin rumexperimentieren. Und weiter geht's. Ich wickel mir jetzt wieder meinen Darmstrumpf da drauf. Habe ja noch ein ganzes Stück Strumpfhose übrig. Und werf die Rute wieder raus. Wahnsinn. Also wenn ihr jetzt hier das riechen könntet, wie stark die immer noch geruchsintensiv ist. Echt verrückt, Wahnsinn. Ich habe jetzt wieder System nochmal beibehalten, den Darmstrumpf aufs Haar aufgezogen, ein Stückchen Leber auf die Hakenspitze.
Ja, echt verrückt. Aber wie gesagt, Leber, das ist einfach ein Köder. Ich glaube, wenn wir damit hier im Sommer angeln würden, würden wir wahrscheinlich keine Quappen fangen. Warum auch immer, warum die nur im Winter beißen. Aber da kriegt er auf jeden Fall Döbel, Aale, Waller, alles mit ans Band. Das ist ein ganz fantastischer Köder. Nur die wenigsten nutzen ihn. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Eine eisig kalte Nacht liegt hinter uns. Schaut mal, da hinten geht die Sonne auf. Wirklich wunderschön. Ja, Martinho ist schon heute früh kurz nach 6 zum Arbeiten. Der muss noch mal ran. Der ist schon weg. Ich sitze jetzt hier noch alleine am Flussufer und werde jetzt aber auch meinen Sack und Pack, wenn das Auto aufgeeist ist, zusammenpacken und dann geht's weiter. Kurz nach Mitternacht war die Beißerei dann vorbei. Es war rum, nichts mehr passiert. Die Ruten stehen immer noch still und stumm. Im Pott sind da, glaube ich, auch festgefroren. Aber der Plan ging auf. Eine Quappe kam, ein Weißfisch und ein paar Fehlbisse. Und sogar hier im Fluss sehe ich jetzt gerade Randeis am Ufer. Das ist schon Wahnsinn. Schaut mal. Alles komplett eingefroren. Hier drüben auch überall Eis im Wasser. Es gibt mir so ein kleines Déjà-vu. Noch vom Hechtangeln. Ja. Seht ihr? Hier treiben die Eisschollen rum. Aber es war auf jeden Fall mal wieder eine spannende Fischerei. Ich war froh, dass ich Martin mal wieder gesehen habe. Wir wohnen ja doch sehr, sehr weit auseinander. Aber diese Entfernung bringt halt auch andere Fischarten dann mit sich. Ne? Bei mir daheim gibt es diese Quappen gar nicht. Ich finde diese Fischart, diesen Fisch, der bei eisiger Kälte plötzlich anfängt, im Fluss zu wandern und Nahrung aufzunehmen, ultra spannend. Solltet ihr auch mal machen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, friert nicht ein beim Angeln. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.